Freunde des Lichts. Heute mache ich mal eine ganz, ganz andere Art von Video. Ich möchte euch mal ein bisschen was zeigen. Und zwar, wir sind unterwegs zu einem Imbiss, zu einem sehr guten Imbiss, der in sehr vielen verschiedenen Abstufungen auch sehr, sehr scharfes Essen anbietet. Das Essen zum einen ist wirklich gut gemacht. Burger und solche Sachen, also wirklich Spitzenmaterial. Wir haben das nur zufällig rausgefunden durch eine Empfehlung. Und falls sich jemand in dieser Gegend mal befindet und einen wirklich guten Imbiss sucht oder eine gute Möglichkeit, was zu essen herzubekommen, schnell auch, mit einem guten Service, der sollte vielleicht mal dieser Stelle einen Besuch abstatten. Der Imbiss befindet sich in Friedlingen, jetzt habe ich es, muss erst überlegen, in Weil-Friedlingen. Das kann man leicht auf der Karte finden, wenn man Autobahnabfahrt geht. Diejenigen, die hier in der Umgebung sind, die wissen natürlich schon, wie sie nach Weil-Friedlingen kommen. Den genaueren Anfahrtsweg, den mag ich jetzt einfach nicht beschreiben, da habe ich keine Lust dazu, weil mir geht es nicht um den Anfahrtsweg dahin, sondern den Imbiss mal zu zeigen. Die bieten auch eben Burgerfleisch aus dem Angusrind an, besonders gutes, und da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Da kann man zwischen Medium, durch, roh, kann man alles bestellen, was man haben will. Man kann seinen Burger in dem Zustand haben, wie man haben will, also sein Fleisch. Ist was. Und jetzt muss ich ein bisschen mehr auf die Straße achten. Ich schalte euch nachher wieder mit dazu, wenn wir am Imbiss angekommen sind. So, hier fahren wir jetzt Friedlingen raus. Und das ist Industriegebiet von Friedlingen und hier geht es gleich rechts. Oh, das ist der Ortsteil Haldingen, das gehört ja gar nicht mehr zu Friedlingen. Aber ist egal, spielt keine Rolle. Und da kommt jetzt gleich dieser Spezialimbiss. Hier drüben auf der Ecke, da ist er. Oh, der hat zu. Ne, der hat nicht zu. Baby Cheeseburger ohne Pommes. Genau, mit Pommes. Mit Pommes darf der Burger full sein, erledigt sein. Medium, ja. Gerne. Was zum Trinken dazu? Kleines. Oh nein, ich bin doch gespannt. Wir fahren da. Das war's. Der Herr. Also ich hätte gern. Geht's nachher zusammen? Ja, jetzt geht's dran. Ich hätte gern einen Pilz, ein Kanzäpfle und einen Burger mit auf Stufe 8. Schärfe Stufe 8. Ein Bacon Cheeseburger? Ja, Bacon. Mit Pommes? Genau, ja. Fleisch? Medium? Medium. Medium, genau. Gerne. Und dann mit der Schärfe? 8 Habanero. So, das sind 24 Euro, bitte. Das ist der beste Burger. Ja, Leute, hier bekommt man auch Porzellantellern sein Essen. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied zu anderen Imbissen. Da bekommt man richtig schön scharf. Also ich esse gern die Stufe 8. Das ist schön angenehm, das ist nicht zu scharf, nicht zu mild. Geht noch deutlich höher. Das sind 250.000 Scoville, habt ihr gelesen auf der Tafel. Das geht noch deutlich höher. Ja. Man muss ja nicht übertreiben. Und Angusrind. Oh, herrlich. Guten Appetit. Das dürfen die sehen, dass wir mutzelig werden. Der ist mir zu viel. Mmh. Hey.
Den kriegen wir schon herkommen. Super, genau getroffen. Medium das Fleisch, toll. Und hier haben wir die schönen Muntermacher. Ach, die Pommes. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber richtig schön knackig. Schöne, dezente Schärfe. Ich will euch aber jetzt nicht länger quälen beim Zuschauen. Ich zeige euch noch die Schilder vom Imbiss mit Adresse. Vielleicht ist auch Telefonnummer drauf, werde ich gleich mal schauen. Und die Öffnungszeit. Falls sich jemand von euch dafür interessiert, hier hinzukommen, es lohnt sich. Es ist wirklich kein normaler Imbiss. Es gibt auch immer Mittagskarte hier, wenn man das möchte. Kontaktadresse. Die Öffnungszeiten sind von 11 Uhr bis 18 Uhr, Montag bis Freitag. Da das hier ein Industriegebiet ist und diese Bude, Bude ist zu schlecht gesagt, Fritte mit dem Namen. Dieser Imbiss an die Industriefirmen angehängt ist, also die abhängig ist davon, haben die halt am Samstag zu, Sonntag sowieso. Das war jetzt einfach mal so eine Idee, euch was zu zeigen, also jetzt von der Gastronomie. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt bei euch. Sagt Bescheid. Wenn ihr wollt, mache ich schon das ein oder andere Mal auch solche Informationen mit rein. Und jetzt, wenn auch jemand fragt, was hat denn jetzt Essen mit Preppen zu tun? Ganz einfach, ein Prepper sorgt immer dafür, dass was hier drin ist, im Magen, dass er nie hungrig unterwegs ist. Das hat mit Preppen zu tun, ganz klar. Da würde mich freuen, wenn ich dem einen oder anderen damit einen Gefallen hätte tun können, dass er mal eine Möglichkeit hat, hierher zu gehen. Vielleicht auch unterwegs, auf dem Weg durch. Also wie gesagt, das ist Weil Friedlingen, Ortsteil Haltingen eigentlich. Ja. Und man kann auch, wenn man auf der Durchfahrt ist, vom Norden auf der A5 Richtung Süden, bei Weil schnell runtergehen und hier schnell hinfahren, sich ordentlich was reingeben und weiterfahren, wenn man in Urlaub geht. Auch das ist eine Möglichkeit. Wir sehen uns.